Wir schauen uns jetzt zusammen einen kleinen Beitrag an von unserem lieben Hermes. Ja. Der auf einer Radiobörse in Breitenfurt war. Und das ist wirklich ein sehr, sehr gelungener Beitrag. Selbstfreilich besuchte ich den Radioflohmarkt in Stereo. Und wie es sich ziemt für diese Altersgruppe, waren die meisten Besucher monoton in Pensionistenbeige gekleidet. Alte Radios und deren sondermüllverdächtige Bestandteile wurden beäugt und die Vergangenheit verklärt. Na ja, schon, so ein Radio ist ein Kult, eine Kultsache. Ja? Ich bin 57 Jahre und ich weiß, zum Beispiel, ich war stolz, wenn ich so ein Radio gehabt habe, zum Beispiel, ja, als Kind, ja, habe ich der einzige ein Radio gehabt, ja. Und jeder wollte Autofahren unterwegs zum Beispiel, oder Vergnügt um 11 oder eine Radiosendung, ja. Ich war ganz stolz, das war, wie soll ich sagen, richtiger Kult und es war eine Gaude und wir waren alle glücklich, ja. Vergnügt um 11 war man auch wegen der massiven Preisreduktion. Und welchen Radiosender hören die schuldigen Sammler massiv? Nicht Ö3. Ich würde eher sagen, der niederösterreichische und auch Ö1. Der Ö3, der war früher einer der besten Sender von Europa. Und ich drehe in Ö3 fast nicht mehr auf. Weil das ist einfach, was dir geboten wird, das ist, ich würde sagen, eine Frechheit. Ich will das jetzt vor der Kamera nicht sagen, aber man wird geistig abwesend. Radios sammeln ist eindeutig eine Männerleidenschaft. Horny fanden die Sammlergattinnen das Hobby ihrer betagten Multilebensabschnittspartner nicht. Eher ziemlich scheiße. Ja, wir sagen, wir haben alle Probleme in den Ehefrauen. Alle. Sie teilen diese Leidenschaft mit Ihrem Gatten? Muss ich ehrlich gestehen, nicht. Irgendwann einmal schnappen sie über und dann schmeißen sie es in die linke Ecke oder irgendwo hin. Hör auf, ich habe eh schon so beklumpert. Und mit dem ganzen Computerscheiß, die Frauen haben keine Freude mit diesen technischen Zeugen. Das waren's, was für Freude die Herren haben, nicht und so. Aber so, Mann. Womit hat Ihre Frau Freude? Ja, wenn ich zu Hause sitze, zum Beispiel, ja, und schön das mache, was sie sich von mir erwartet, ja. So alles sitzen, ja, ausführen, Geschenke, sie gern haben und so weiter, aber nur nichts mit Technik, ja. Was sagt denn die Gattin zu ihrem Hobby? Ich hab keine Gattin. Leider, bei den Klumpert hast du keine Gattin.